Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Im letzten Part haben wir Marm besiegt, dadurch diese vielen Challenges freigeschaltet. Und ich werde jetzt eine davon spielen. Und zwar, wer hätte es... The Doctor's Revenge! Ja, der Fraser ist mit dabei. Und ja. Er hat genau richtig geraten. Ich spiele mit dem Dr. Fetus, passend zu meinem neuen Let's Play. Ich spreng nach oben direkt der Two Uphills. One Uphills. Also, wie man sieht, das Dr. Fetus Item. Ich muss mich kurz in Beschäftigt stellen auf Skype. Wer hat nicht. Ach, der Dragonfire. Ja. So. Maus aus dem Bild. Ja. Das Dr. Fetus-Item macht vieles sehr einfach. Wir müssen bis Marm spielen, bis Marms Herz. Es gibt keine Itemräume bei dieser Challenge. Jo. Bei fast allen Challenges, wo man ein Item am Anfang hat, gibt es... Nein, also das ist nicht ganz richtig. Bei fast In den ersten Challenges, wo du nur bis zu Marms Fuß kommen musst, gibt es Challenges und alle ab Marms, wo du bis Marms Herz musst, gibt es keine Challenges mehr. Also bis neun Leben gibt es noch Itemräume. Bei neun Leben gibt es auch noch Itemräume. Ja, ich habe gesagt, bis neun Leben. Nein, du hast... Ja, bis neun Leben, das heißt aber... Ja, dann ab neun Leben auch noch. Bis, danach warte... bis Spider-Boy oder wie die Challenge heißt. Spider-Boy gibt's auch schon keine mehr. Ja. Bis Spider-Boy heißt es dann. Spider-Boy kommt aber nach Dr. Revenge. Ja. Bis zu der ersten Challenge nach Ui, du hast mit Dr. Revenge. Seit wann hast du mit Dr. Revenge? Oh Gott. Diesen Dr. Dings zwei Leben. Ich hab grad im Geheimraum. Ach so, ja, das ist ein Film. Ja, passt schon. Wie immer alles verpeilt. Aber mit dem Dr. Revenge Item werde ich trotzdem die ganzen Räume erkunden. Weil man auch während dieser Challenges kann man Charaktere freischalten. Ja, danke. Das heißt, wir werden jetzt in dieser Challenge, wenn wir Glück haben, zwei Charaktere freischalten, aber einen auf jeden Fall dürften wir schaffen. Und zwar Judas. Und eben, und mit wenn... Oh Gott, nein, der ist jetzt... Wie das Ding zieht, ne, das ist das. Oder was hast du jetzt eingesetzt? Mein Leertasten-Item. Das ist Standbild, ich hab nichts gesehen, ich hab alles verpasst. Das Tears-Up hilft mir jetzt nicht viel, ich schieß dadurch nicht schneller. Das Einzige, was mir helfen würde, wären Bomben-Upgrades. Oder Damage-Up. Nein, Damage-Up bringt nichts. Bei Dr. Fetus. Dr. Linse macht die... Uah, nicht aufgepasst. Ekelhafte Gegner. Erstmal die ganzen Spinnennetze wegmachen, damit ich nicht mehr geslowt werde. Und jetzt wäre das beinahe in die Hose gegangen. So, den Raum hätte ich geschafft. Oh... Hallo? Hallo, die Spinne ist ja mal voll getriggert. The World! Ja, so groß jetzt nicht gerade. Oh, hör mal auf, dir Zombie anzugucken. Ich guck mir gar nichts an. Du hast gerade noch gesagt, du guckst dir Zombie an. Ja, aber als ich angefangen habe, den Let's Play habe ich aufgehört. Aua. So schlecht. Renn ins Feuer, Spinne. Renn mal ins Feuer. Hm? Du bist so schlau. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Das ist auch ein... So. Das Schöne ist, ich kann in Ruhe den Geheimraum suchen gleich. Was will ich mit einem Schlüssel? Ich komme noch nicht in die Chest. Schlüssel bringen mir nichts. Da ist der Geheimraum schon mal nicht. Da ist er.
Sicher, dass es dir nichts bringt. Ah ja, Goldkisten. Genau. Und Shop. Schon mal was von Shop? Nein, Shop nicht, da ich auf die 55 Münzen spare. Für Kane. Ah, okay. Deshalb habe ich gesagt, wenn wir Glück haben, zwei Charaktere. Ich habe übrigens gerade den Itemraum gesehen. Es gibt kein ach so, den Geheimraum meinst du? Ja, er ist hinterm Bossraum. Ja, ich sehe ihn auch. Warum auch immer ich ihn sehe. Hä? Was habe ich aufgesammelt, dass ich das sehe? Ach so, ich habe die World aktiviert. Ich bin schlau. Tschüss. Child's Heart, gibt mir alle paar tausend Gegner ein halbes Herz. Ist doch gut. Nee, nicht wirklich. Da ist ja sogar, Little Chat besser. Und ganz ehrlich, mit dem jetzt Mom killen, ey, das wird eine Geburt. Oder Mom Shoot. Ja. Warum sammelst du nicht die ganzen Münzen auf? Hä, welche Münzen? In dem letzten Raum waren Münzen. Ja. Oh. Pflaume, du. Wie ich das einfach mal nicht bemerke. So, dann geht's gleich an die Suche nach dem super Geheimraum. Das ist keine XL-Challenge. Achso, ja, dann geht's los. So gut. Ah, so viel Skill habe auch nur ich. Ja. Nein. Bitteschön. Ueh, das hat sich dir aber echt gebracht. Ne? Immerhin zwei Schlüssel. Ja. Immerhin. Jetzt würde ich gern noch mit Dr. Fetus. Mann, wie? Wieso schießt du die ganze Zeit? Weil ich schlecht bin. Und ich deswegen jetzt da unten nochmal rein darf, um mir das Herz zu holen. Du bist so ein Noob! Wenn jetzt irgendein Springer-Boss kommt, hast du eh Arschkarten. Wahrscheinlich. Oder wenn ich Pride bekomme. Oder. Weil Pride kann man mit den Bomben nicht besiegen. Was? Nein, das ist nicht Widow. Das bildet ihr euch ein. Ah, er springt über deine ganzen Bomben drüber. Oh, das war ein Glückstreffer. Wer sagt das denn? Und ich bekomme gleich 2 HPs ab. Das heißt, hallo Teufelsraum. Und nur Scheiße. Haha, du bekommst gar kein AP mehr. Ja, das habe ich übersehen. Das wusste ich aber auch. Fick dich, Spiel. Ich wollte ihn noch gar nicht öffnen. Ja, das hat er später aufsammeln dürfen. Das wusste ich aber nicht. Ja, hättest du gefragt. Das wusstest du auch nicht. Du hättest dasselbe gemacht. Nein. Ah! Schießt du! Alter, du, wieso schießt du so scheiße? Weil meine Bomben an denen vorbeiglitschen. Ja, die bleiben nicht stehen. Nein, die glitschen durch die durch. Das sind so wenige Gegner, bei denen das ist. Und das nervt mich. Tod. Münze. 12 Münzen! Bald ist übrigens ein blauer Stein. Ich hab ihn schon gesehen, Tom. Ah, Rage. Ich mach gleich einen Rage Quit. Was heißt das? Okay, wo ist die grüne Bombe hingeflogen? Rein da. Was ist ein Rage Quit? Man ist so wütend, dass man gleich das Spiel beendet. Ja, mach das. Da schon wieder mein Name erwähnen. Hab ich gar nicht.
Na gut, hast du gar nicht. Oh. Guckst du dir gleich Meat Boy an? Ja, mal schauen. Ins Hoch. Boah, ihr scheiß Fliegen! Bam, bam! Wieso spielst du halt immer die Challenges und dich so übelst aufregst? Nein, ich rege mich über die Gegner auf. Ich rege mich im ganzen Spiel allgemein auf. Und warum spielst du es dann? Ja klar, Bomben sie über Löcher rutschen. Logik. Mit der Klick. Was probierst du da? Ich wollte von unten. Kannst du schon mal in Geheimraum suchen? Alter Schwede. So noobige Aktion habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Sei leise. Woher wusste ich nur, dass da ein Geheimraum war? Nehme ich mit. Nee. Das andere Ding ist viel besser. Das sagst auch nur du. Achso, ja, die Viecher teilen sich nicht, wenn man die mit Bomben tötet. Überflüssig! Ach was, heul nicht rum. Ich seh schon kommen, ey. Du bist sowas von abnüssen. Ach was. Solche Räume nerven mich dann schon wieder. Ah, du musst wieder in den Raum. Und alle Gegner sind wieder da. Ich hab noch ein Leben. Hatte noch ein Leben. Geh mal vor! Wo kommst du her? Dr. Linse macht die Tür. Alhamdulillah, abregen. Alhamdulillah, Stirb! Ach so, Sam, wusstest du, dass heute Tag des freien Abdullahs ist? Du weißt noch nicht mal, was was dieses Wort. Nein, ich hab gesagt. Tag des freien Abdullahs. Du weißt doch noch nicht mal, was das bedeutet. Abdullah ist Name. Abdullah Sam Abahachi. Deine Mutti ist Abahachi. Das Book of Revelations has appeared in the basement. Und wir haben ein Cube of Meat. Und wir sind wieder voll geheilt. Und es bringt uns nicht viel. Weil du nur ein Geheimraum gefunden hast. Oh. Egal. Wie sagst du immer so ein Pech mit den Geheimräumen? Und wieso glitschen die Bomben durch Automaten? Die glitschen auch durch manche Gegner durch. So wie die? Nein. Nee, erst nachdem die einmal gestorben sind, glitschen die durch die durch. Ich will nicht auf ein Herz runter, ist mir zu riskant. Ein heiliger Gegner war da. Der hat mit Verfolgungstränen geschossen. Stirb. 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 Jetzt glitscht er durch die durch. Halbes Herz. Dr. Linse macht sie. Du lachst dir gerade einen, ne? Nee, ich guck grad Fernsehen. Was guckst du? Keine Ahnung, irgendwie so eine Welt der Wunderkacke. Irgend so eine Welt der Wunderkacke. Hör mal, wenn Welt der Wunder das hört, dann werden die aber sauer auf dich. Ja, weißt du, ich steh vor meiner Tür mit einer Schrotflinte. Ich dachte eigentlich an eine Pumpgun, aber Schrotflinte könnte auch sein. Pumpgun, mit was für Ausdrücken kommst du hier? Hast du viel Kinderkacke gezockt oder was? Pumpgun. Pumpgun, nicht Pumpgun. Übersetz mal Pumpgun ins Deutsche. Pumpkanone. Pumppistole. Ja, und Schrotflinte ist das gleiche wie eine Pumpgun. Nein. Eine Schrotflinte schießt mit Schrot. Eine Pumpgun ist, da pumpst du die ganze Zeit, um ballern zu können. Ich will da ran. Man kann da irgendwie dann. Da, so. Jetzt habe ich dir einen neuen Glitch gezeigt. Aua. Und ich verstehe. Geiler Glitch, den du neben verloren hast.
Dam, dam, dam. Ich will den Gegner jetzt besiegen. Warum lässt sie nicht die Bomben fressen? Hab ich gemacht. HP ab. Und weiter runter. Oh Mann, ey, ich werd's nie vergessen, wie du dir 2 HP abverschenkt hast. Sterbt allesamt. Einer hat überlebt, ey. Oh ja, Gott. Weil das die voll auseinandergesprengt hat. Also die Folge nennen wir Isaac richtig abfällen. Nee. Die Folgen kriegen keine Titel mehr, falls du es nicht bemerkt hast. Ah, meine Folgen kriegen alle Titel. Nee, Fire Emblem 2 sag ich ja nur. Oder Minecraft, Let's Play Minecraft. Oh, yeah. Nein! Ja, richtig geiles, oh yeah! Das Video kriegt auf jeden Fall Like. Münzen. Und Bomben. Alle mal das Video disliken. Nein, like das Video. Alter, ich bin nicht like, gell? Wie oft soll ich dir das noch sagen? Mach sowas auf deinem Kanal. Das klingt geil. Oh, klick tiefer. Ja, Alter. Ich sagte tiefer, klickt unter das Video auf diesen Daumen nach oben Button. Ey, guck mal, das sieht aus wie so eine Hand. Warte, zeige ich dir. Hier ist so ein Finger und hier ist die Faust. Das sieht aus wie ein Pfeil, der zeigt nach dort ist das Item. Der Itemraum. Du meinst Geheimraum. Ja. Weißt du, bei Itemraum sagst du Challenge und bei Geheimraum sagst du Itemraum. Nö, da ist er nicht. Er hat gelogen. Zeit zu. Ja. Ich hab nie gelügerat. Ich meinte, der Pfeil hat gelogen. Der Pfeil hat auch nicht gelügerat. Gelügerat. Noch 34 Münzen. Schaffen wir nicht. Nur noch 3 Räumen, ne? Genau, jetzt so, wirst du so übelst gedisst. Aus dem Automaten kommen jetzt so 3 Dimes und ein Nickel. Naja. Noch 24 naja, Münzen. Ein Nickel war. Oh, Geheimraum. Kommt aber nicht dran, die Gehirne haben dir den Kopf abgeschnitten. Den Weg abgeschnitten, den Kopf abgeschnitten. Was war das denn jetzt? Die Gehirne haben dir den Kopf abgeschnitten, genau. Ich meinte eigentlich den Weg abgeschnitten. Mom's Pearl nehme ich mit 10%ige Chance auf Seelenherz. Wo kommt der Schlüssel her? Der war hier gerade noch nicht. 10%ige Chance auf Tod. Willst du wissen, wo ich den Schlüssel her habe? Den habe ich gerade aus Harry Potter rausgecheatet und in Isaac reingecheatet. Harry Potter. Ja. Harry Potter. Harry Potter. Kenne ich nicht. Nicht? Da habe ich schon wieder einen hingecheatet. Nein, das waren Gegner. Übrigens, bevor du jetzt hier einfach flüchtig abhaust, würde ich noch den anderen Geheimraum suchen. Ich habe schon beide gefunden. Oh, wo ist der andere? Nummer 1. Also, da Nummer 1. Nummer 2. Oh. Ich war schon in beiden drin. Beide direkt gegenüber hier, wa? Ja, du kleiner Cheater. Ihr müsst wissen, gerade zocke nicht ich, gerade zockt der Freezer. Und ich nehme nur auf. Der hat sich in meinen PC gehackt. Genau, mit TeamViewer. TeamViewer heißt es. Es ist kein Teamgeschmack. Er sagt TeamFavor. Ja, was dagegen? Ja. Und du schießt auf Propaganda-Style. Du kannst kein Französisch und du kannst kein Englisch und du kannst kein Deutsch. Was kannst du? Mathe! Naja, so das halbwegs. Ihr müsst wissen, wir gehen in dieselbe Schule.
Halb wir B. Gar nicht. Wir gehen beide ins Stadtgymnasium, also bitte. Wir kennen uns nur ganz flüchtig. Wir haben uns irgendwo auf der Straße getroffen, im Kino. Genau. Wir sind in denselben Film gegangen. Aber nur, weil wir Tickets tauschen mussten. Schieß das Herz doch nicht an mir vorbei. Ja, Mann, der geilste Raum ever. Oh, ekelhaft. Tot. Tot. Boah. Ekelhaft. Stirb, du Scheiße. Fliege! Rage. Ich musste furzen. Musstest du auch furzen? Nein, musste ich schnell. Man versteht dich wieder kaum. Nein, musste ich nicht. Okay. Ach, übrigens werden die Runs jetzt länger, da ich bis zu Muttis Herz muss. Sobald ich Muttis Herz ein paar Mal besiegt habe, werden auch die Runs nach Muttis Herz länger. Da ich dann zu Satan und Isaac muss. Und dann werden die Runs noch mal länger, weil ich in die Chest muss. Und dann habe ich das Spiel durch und ihr könnt mich alle mal abonnieren. Genau. Und ihr könnt mich alle mal. Wow, war das schlecht. Was? Der Spruch von dir, kannst aber laut sein. Eigentlich meinte ich deine Anwesenheit. Wieso müssen die alle springen? Ich kann auch gehen. Tschüss Leute, bis zur nächsten Aufnahme. Ah, wieso müssen die alle rumspringen? Fut euch! Jetzt hat er aufgelegt. Hab ich gar nicht! Ah, hör auf rumzuhüpfen! Diss mich nicht! Ich hab dich mal wieder mit dem Fraser-Fluch belegt. Loki Sirnice appeared in the basement. Drecksitem. Hundefutter. Mag ich. Er isst gerne Hundefutter, müsst ihr verstehen. Ich esse nur gerne Trockenfutter. So, jetzt kommen wir zu der größten Qual überhaupt. Mams Fuß. Der stinkende Fuß. Stell dir das mal vor, du musst gegen einen Fuß kämpfen. Loki Fuß. Daddy Longlegs. Das Item ist ja schon schlimm. Du musst erstmal die Schreieichen platt kriegen. Das war ja übelst mal abgefällt, der Schuss. Da, ich will doch nur zum Boss. Dollinse. Nickel. Aber rein. Ey, du weißt schon, dass es der vorletzte Boss ist, ne? Nein, das ist der drittletzte. Ja, und hier musst du jetzt deine Dings. deine richtigen Münzen bekommen. Zwei Challenges. Ja. Meine Fresse. Krieg ich gerade einen Kotzkrampf. Ein Kotzkrampf oder ein Rotzkrampf? So ein bisschen von beiden. Oh, oh. Jetzt hab ich gefurzt, weißt du? Ich denke, du hast gerotzt. Nein! Ich hab nicht gerotzt und ich hab nicht gekotzt. Ich hab rotzen. Du musst eine Mischung aus rotzen und kotzen. Rotzen. Stier! Jetzt schießt dieses Kackding doch einfach nieder. So einfach geht das. Ich hab ne Idee, tausch doch einfach deine Schlüssel und deine Bomben gegen Münzen um. Ja, das wäre cool. Boah, Kettenreaktion. Geh weg, du Suppe. Ja, weg hier. Ich bin nicht aufessen, ne? Schlimmste. Ja. Spreng sie in die Luft, spreng sie in die Luft. Gut, das Cheater. Mach immer den gleichen Move. Machst immer den gleichen Move. Digga, wir sind hier nicht bei Tekken.
Muss ich auch mal Let's Playen, Tekken. Ah, so viele Laser. Ich fühle mich eingekesselt. Ah, er geht gerade sowas von kaputt. Zip. Zip. Tschüss. Nein! Und nein, er hat die Zecke aufgesammelt. Bam, bam, bam. The Joker. Ja, Krampus. Genau. Stirb. 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 A Lump of Coal. Ja. Cool. Damage. Ja. Jetzt sehe ich noch geiler aus. Oh, das war's, das Chariot. Hätte ich mir aufsparen sollen. Dam, dam, dam. Jetzt habe ich schwarze Bomben. Oh, fick dir mal schwarze Bomben, Alter. Du musst mich nicht wiederholen. Alter, können diese Köpfe mal aufhören, auf mich zu ballern, die nerven. Und könnt ihr mal aufhören, rumzuspringen, das nervt. Und es nervt mich alles. Ihr seid nervig. Super Mario. Dim, dim, dim. Wie das ach ja, du musst ja noch die Itemräume finden, oder? Geheimräume. Nicht Item. Ey, zu meiner Verteidigung. In den Geheimräumen sind auch Items. Also sind ziemlich Item-Geheimräume. Geheime Itemräume. Oh, und wenn man vom Teufel spricht, findet man ihn auch gleich. Noch 10 Münzen. Da ist Gandalf, als er geschlafen hat. Noch 10 Münzen, nix gegen Gandalf, Digga. Gandalf ist der übelste Gangster. Ich weiß schon, dass dieser der Gandalf auch in Harry Potter gespielt hat, ne? Ja, weiß ich. Scheiße, jetzt habe ich mich selber verraten. Ich habe doch gerade noch gesagt, ich kenne Harry Potter nicht. Ha! Habe ich aus dich heraus. Habe ich aus dir herausgelockt, ja? So ein bisschen. Und jetzt boom, schieß! Warum schießt du nicht? Weil ich die gerade ein bisschen so zusammenlocken möchte. Ja, da oben ist aber wieder der Außenseiter, den wir außen rumlassen. Was? Den Schlüssel schon wieder. Sam, jetzt ist an der Zeit, dass du mal wieder krepierst. Ich will nicht krepieren. Aber das unterscheidet dich von anderen Isaac-Let's-Playern. Du hast weniger Skill. Das juckt mich nicht. Hi, Mom. Mami, wie geht's? In your face. Du musst die Bomben schon platzieren. Wenn der schwarze Fleck runterkommt. Hier kommt der schwarze Fleck aber nicht runter. Ja. Kommt der. Oh, du scheiß Goblin! Ich seh's kommen, du gehst hier noch groß. Glaube ich irgendwie auch. Oder auch nicht. Ich sag, dein Item ist der Pappkarton. Wusste ich denn. Two of Clubs, schön. Mir wäre Two of Diamonds lieber gewesen. 32 Bomben, also jetzt kannst du Party machen. Hallo, ich habe unendlich Bomben. Ich bin voll der Cheater. So. Es geht, er cheatet in all sein Game. Und da war ein blauer Stein. Was man nicht sehen kann in dieser Ebene. So, ein Damage Drop. Hier auf dieser Ebene ziehen die Gegner jetzt übrigens ein ganzes Herz. Und wie geil sieht das? Wie geil sieht das aus? Ey, du hast zwei Steine in deinem Kopf und hast deinen Hut dagegen eingetauscht. Nein, ich habe nicht zwei Steine, ich habe eine Zecke und einen Stein. Und Larry Junior, tschüss. Münze. Ja. Münze. Und du hast es gegen deinen schönen, und du hast es gegen deinen schönen Zylinder eingetauscht. Hauptsache, ich habe meine Münzen. Und übrigens, das Damage, die Bomben machen übrigens wohl noch Damage ab, weil du nicht jeden
jeden Boss one-hitten kannst und dadurch machen die Bomben mehr Schaden. Und die Gits sind deine Bomben grün. Nein, die sind braun. Nein, sie machen nicht mehr Schaden. Das kannst du sogar nachgucken. Die kannst du nur mit Mr. Mega verstärken. Münze! Dann werden das doch diese stinkigen Bomben, ne? Münze! 7 Stück noch, Leute! Drückt ihm nicht die Daumen. Dann drückt ihm die Daumen. Ich meinte 6. Wow. Skill. Ja. Wenn du die Bomben nicht bekommst, lache ich dich aus. Die Bomben sag ich schon. Da war schon wieder ein blauer Stein. Da habe ich dann richtig laut lachen. Da war der Geheimraum. Ich bekomme die. Ich bekomme die auf jeden Fall. Bist du schon im Geheimraum drin? Nein. Ja. Ich werde gerade noch gemobbt. So. Bitte. Falscher Geheimraum. Ah! Ja. Sein Soul Heart ist abgefallen. Ich wurde gerade von einer scheiß Trollbombe gefistet. Du bist nicht Fistula. Fistula, der Gefistete. Der gefistete Fister. Wieso schießt an die Oma an die Wände keine Bomben? Weil ich den super Geheimraum schon gefunden habe. Und dir fehlt noch der Geheimraum? Ja, und in dem Geheimraum sind höchstwahrscheinlich, wenn das Spiel mich nicht ärgert, ganz viele Münzen drin. Ja, und warum suchst du ihn denn nicht? Ich bin ihm am Suchen. Und warum hast du dann ausreden. Es müssen mehrere Räume im Geheimraum sein. Das müsstest du als Isaac-Spieler aber mittlerweile wissen. Das LOL, aber nicht seit der neuen Patch. Doch, seit dem neuen Patch immer noch. Seit dem neuen Patch ist bloß, dass diese super Geheimräume dabei sind. Also ganz Geheimräume, dass die in jeder Ebene und nicht nur in den XL-Ebenen dabei sind. Warum stellst du dich nicht vor ihn und schießt dann die Bombe? Weil ich dann selber einen auf die Fresse bekommen würde. Sam. Nein, 5 Münzen. 5 fucking Münzen. Und ich habe nur noch 2 Ebenen Zeit. Da nicht, ist er nicht. Ich sag, ich finde es ihn nicht. Ich finde ihn schon, aber. Ich finde es nicht und ich finde auch keine 5 Münzen. So. Gefunden. Aber da sind maximal 3 Münzen drin. Dann heul ich. Komm schon, nur 3 Münzen, lass nur 3 Münzen drin sein. Nee, ein Wannapilz. Schon wieder. Übrigens, den hatte ich schon mal. Jetzt darfst du wenigstens tot gehen. Oh je, deine Challenge-Zeit. Eine Challenge! Zeit ist eigentlich überschritten, du wolltest immer nur eine halbe Stunde Eisig aufnehmen. Nein, ich nehme einen ganzen Run auf. Oh, hi. Was ist denn das für ein schwarzer Fleck? Das ist ein Gegner. Ich weiß aber eigentlich. Und tot. Ey, wenn ich diese. Ich brauch doch nur noch 5 Münzen! Den nächsten und zapp! Nein, und jetzt aber zack, tot. Ich hab mich gerade gedisst, zapp tot. Sam, du musst besser treffen, sonst passt das zapp tot nicht mehr. Zapp tot. Viel zu spät. Bei mir war der jetzt gestorben. Als Bad King. Zapp tot. Zapdot! Es! Oh, bitte,
bitte. Ja, ich hab's geschafft. Nein. Weißt du was? Ich glaube, ich weiß, wer jetzt als... Warte, du musst die Challenge schon noch beenden, ne? Ja. Nein, aber freigeschaltet habe ich ihn. Und was, wenn du die Challenge jetzt noch verlierst? Dann habe ich die Challenge verloren und muss die beim nächsten Part nochmal machen. Oh Mann, ey, das war mehr Glück als alles andere. Ja, The Bloat. Ich mag dich auch. Ah! Wenn der mich jetzt umbringt, dann heul ich. Dann mache ich so wie der, dann heul ich Blut. Als Battle King von Rappers in meine Fresse stirb. Draußen waren auch noch Herzen, ne? Aber da musst du weit laufen. Nö. Ach nein, hier vor dem Käfig ist auch noch ein Herz. Als Battle King von Rappers in. Oh, oh, Herzinfarkt. Oh. Jetzt werden wir sehen, ob du die Challenge gewinnst oder verlierst. Das wird mein übelstes Epic Fail. Was? Geht doch. Meine Fresse. Beim dritten Versuch hier. Yeah. Dito! Nein. Brap. Was ist das denn der Dreck? Und wieder alle umlegen. Dito, oder Mr. Omnom in klein. Da, alles muss explodieren. Sam, nur weil du jetzt die Zeit, nur weil du jetzt dir erlauben kannst, tot zu gehen, heißt nicht, dass du es auch machen musst. Nee, das spare ich mir auf. Suchtraum. Im Ernst? Jetzt noch? Hui. Geh suchen, Whitefly. Geh suchen. Du bist tot. Los, du bist tot. Opfer so lange Herzen, bis ein Herzcontainer raus. Wieso hast du die alle gesprengt und nicht gesuchtet? Weil ich nicht suchten will. Ich wollte noch dein Fliegenschiss auf dem Kopf sehen. Nehmen wir gleich noch mit. Nimmst du gleich noch Isaac auf? Werden wir sehen. Ich denke schon. Und dann werde ich auch richtig abfällen, weißt du? Ich als Isaac. Ich muss dann gleich erstmal die, Daten löschen alle. Ich wäre jetzt beinahe durch die Stacheln weitergerannt. Na, ja, dann hätte ich gesagt, Hallo, da ist der Gefistete. Fistula, der gefistete Fiste. Fister. Fistula, der fistende Fister. Gefistet. Wow. Ihr dürft alle mal schön hier die Kimme kraulen. Ihr dürft Whitefly schön alle mal fisten. Nee, danke. Dankeschön, Cube of Meat. Whitefly, nehmen wir nachher noch eine Folge Fire Emblem auf. Kommt auf meine Stimmung an. Hallo. Monster. Erstmal die Ekelhaften hier. Wieso wirst du nicht vergiftet? Hä? Wieso wirst du nicht vergiftet? Ja, genau. Kleingeldmann! Warte, geh noch mal zum Kleingeldmann. Ich will gucken, was er dir gibt. Das mache ich gleich. Bring sie nicht um. Geh erst gucken. Nein, ich muss, nein. Ja, ich muss ja in die Kiste gehen. Ich habe Judas geunlockt. Und den Mega-Fetus geunlockt. Fick dich. Zeigt uns erstmal Mittelfinger. Zeig uns, dass der Kleingeldmann sich noch verraten hat. Ja, warte, ein bisschen so. Ich suchte dich tot. Eine Münze.
wenigstens noch einmal ein Herz. Da, da, da. Und was ist drin? Was ist drin? Judas Mütze. Da. Warte, habe ich jetzt alle freigeschaltet fast? Nein, Fragezeichen fehlt noch. Ja, den kann ich noch nicht freischalten. Oh, guck mal, das Herz. Da. Mams Herz ist gebrochen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt alle sichtbaren Charaktere freigeschaltet. Es fehlt uns noch ein Charakter an der Zahl. Und zwar das Blue Baby. Und für den nächsten Run könnt ihr euch...